Romy, das war die Frage heute von dir. Beantwortet? Ob ich den Glauben, also da ich ja doch einen Schwamminhalt bekommen habe. Immer. Wenn du ihn durchschaust, wenn du die Sinnlosigkeit, wenn du was erkannt hast, wie jetzt, wenn du felsenfest überzeugt warst, weil du dich in diese Sekte, ist immer Sekte, meine ich, dass du mal Glaubensgemeinschaft eingeklinkt hast, hast du in dem Moment, wo du das jetzt, du kannst es auch ausprobieren, wo du das jetzt durchschaut hast, was du automatisch, ohne dass du in deiner Welt als Mensch wo austreten musst, wird das von dir abfallen, weil es nicht einfach lang wird. Es ist durchschaut, wie ein Kind ist, was erkannt hat, es fällt von dir ab, du schmunzelst bloß und sagst du so blöd, wo ich auch noch. Ohne Arroganz. Meine Schwester, mein Schwager verkauft das. Und mein, es geht immer im Verkauf. Es steht immer. Mund halten. War das so überzeugt? Nein, das geht immer wieder. Wenn Menschen träumen, träumen wieder seinen eigenen Traum. Und ich habe ganz am Anfang bedeutet, ich weiß, dass es funktioniert. Und ich weiß selbst am eigenen Leib, die ersten Mal, wo ich in Kontakt gekommen bin, und darum habe ich parallel immer wieder neu die Überhören, mein Hören, meine auf, diese extreme Präzision, Subjektivität auszuschalten. Darum steht in den Ohren, warum ich feiere, ich immer wieder in der Subjektiv war auch nachvollziehbar. Was verstehe ich unter intersubjektiv nachvollziehbar? Und da habe ich ja schönes, immer damals schon gerungen nach Beispielen, um das meinen Kunden zu erklären, wie ich das Büchchen geschrieben habe, und da habe ich die Beispiele, wie kann ich Lebendigkeit intersubjektiv, wann ist was lebendig, Mario? Wenn was reagiert, ich sage, dann ist eine Mausefalle lebendig. Nein, wenn es ordnet, wenn es bestimmt wechselt. Das ist immer physikalische Betreib, das ist immer, pass auf, ich erkläre jetzt mal intersubjektiv, dass zum Beispiel ich das Beispiel nehme mit Erdbeeren in diesen Ohrenbaren in den Hawaii. Ein intersubjektives Werturteil hat nichts mit Geschmack zu tun, sondern wir machen jetzt Folgendes. Denkt einfach in euren Kopf mit, ihr verwirklicht jetzt Bilder, Vorstellungen, Geschmäcker in euren Sachen. Ich gehe in einen Garten und ich zupfe ein Köpfchen Erdbeeren. Und diese Erdbeeren atmen nicht, aber ich nenne jetzt die einfach einmal lebendig. Frisch, echt. Wenn ich jetzt diese Erdbeeren nehme, und ich friere die Hälfte dieser Erdbeeren ein und ich taue die danach wieder auf und ich vergleiche die mit frischen Erdbeeren. Dann sind sie tot. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, das schmeckt, Marmelade kann super gut schmecken, aber es ist was, diese Lebendigkeit ist durch das Einfrieren kaputt gegangen. Und intersubjektiv heißt jetzt nicht, dass wir den Geschmack einer Erdbeere bewerten, sondern dass du einfach den Unterschied kennst zwischen einer frischen Erdbeere und einer toten Erdbeere. Und wo ich angekreidet wurde, ist in den Büchern bringe ich das Beispiel, dass für mich ein riesen Heureka habe ich bekommen, wie ich ihn irgendwo war, in einem, was ich gar nicht mehr jetzt aus dem Stegreif, und ich auf einem Antiquariat habe ich mir Trichtergrammophone gekauft. Und dann war hier, das habe ich mir dann übrigens gekauft, ein Weizengerät von Thomas Alva Edison. Das war vor der Schallplatte, war ein Weizengerät mit einer Weize. Das ist so mit das kleine Rohr, wo der Hund auch mit drauf ist dann später. Und ich sehe das in einem Antiquariat und das war eine Weize, wo Thomas Alva Edison persönlich gesprochen hat. Das ist dann, hallo, ist Thomas Alva Edison, ist dann losgegangen und dann so Weihnachtsmusik. Und wie ich das sehe, habe ich eine totale Gänsehaut gekriegt und da ist mir das erste Mal das, was ich Holo-Feeling, das Wort habe ich kreiert, dass das dann mal dreidimensional echt ist. Und das Feeling habe ich damals für das Gefühl, echt, dass dieses Gefühl, Echtheit, was ist echt, wie beschreibe ich echt? Und da ist mir das erste Mal bewusst worden, was ich unter Echtheit verstehe. Ja. Und da sagen viele, was ist das, wenn du Internet wieder schaust, in Hi-Fi-Foren, dieser Spinner aus Weißenburg, der sagt, der Dichtergrammophon ist total echt. Die lesen wieder nicht, die hören überhaupt nicht zu, was ich beschreibe. Was ich hier beschrieben habe, dass ich, wie ich das höre, und jetzt wieder natürlich immer in den Kopf die Vorstellung, dass genau diese Walze, diese Stimme, das sind ja nur Unikate, die kommen ja nicht wie zuck, 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 zuck. Dass diese Weize wurde besprochen, beschnitten von Thomas Alva Edison. Und ich höre das, habe ich ergänzt, das ist überhaupt nicht. Aber dieses, das, was der Gedanke, was echt ist, nach der dieses Ding gemacht hat und stellt sich hin, hat der Thomas Alva Edison immer noch der normale, raumzeitlich denkende Udo, wie es halt normal ist, der hat exakt dasselbe gehört, was ich jetzt höre. Vor 100 Jahren. Okay? Und da habe ich eine Gänsehaut gekriegt. Was ist eigenartig, was ich mit echt sage? Wenn ich jetzt das in einem Tonstudio aufnehme, das Trichtergrammophon, das war ganz am Anfang, und ich lasse das über super teure Stereoanlage laufen, höre ich zwar in der Stereoanlage das Trichtergrammophon, ich habe aber die Gänsehaut natürlich, wenn ich von der Kiste dran stehe. Das wollte ich damit sagen, dass da das erste Mal mir bewusst worden ist, dass es nicht nur um das Geräusch geht, sondern dass da nochmal was drüber ist, was einfach echt ist. Und dann habe ich das erweitert,
wo ich dann mit Bildern, wenn du Poster hast, das ist flach. Mhm. Und damals war so in die 80er Jahre Kim Basinger, 9,5 Wochen oder was der Film Kassen hat, was ja so, kennt ihr vielleicht vom Hörensong, die Kim blonde Traumfrau, wobei ich nie so ein Blond-Fan war, aber unabhängig davon, das war so der Begriff bei jungen Leuten. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt von der Kim Basinger das Foto, ein Poster lebensecht an die Wand mache, sagst du ja, nett. Wenn wir jetzt die dreidimensional machen und wenn dann einmal so Wachsfigurenkabinett im Original gesehen hat, bei Madame Tussauds in London zum Beispiel, es gibt mittlerweile in Berlin und überall welche, wobei jetzt, ich war ja schon ewig nicht mehr in Berlin, ich weiß irgendwo mal, auch in Hamburg glaube ich, Wachsfigurenkabinett, auch Madame Tussauds, das ist nicht so brutal wie in London. In London ist schon, und das sind auch nicht alle Wachsfiguren, aber das sind manche Wachsfiguren, die sind so recht, hast du es? Echt, sind die aus. So echt, ich habe hier bei einem, bin ich hingegangen, so wie wenn du mich jetzt anschaust, die Haare, die Hände, so wie, ich bin hingegangen, das ist der Wahnsinn, da geht schon sink. Und jetzt pass auf, genau das, dieses die setzen ja die einfach mit einer Einkaufstüße an die rein und die Leute, wo du dann wirklich, wenn du nicht dran denkst, wenn das erste Mal bist, der Schätz. Wenn es aber was, wie gesagt, nicht alle, aber manche, wo mich so begeistert hat bei Männern mit Bart, wo selbst der Ansatz hier, das ist der absolute Irrsinn, das ist, da gehst du so hin, dass jedes Haar, das sieht so aus, die Farbe ist alles nur Wachs. Auf jeden Fall, das erkläre ich den Leuten, wenn es einer gesehen hat, so, und jetzt stell dir Folgendes vor, ich würde jetzt die Kim Basinger dreidimensional, nicht flaches Foto, original, sondern dreidimensional hinstellen, da wird jeder so, boah. Und dann wirst du um die rumgehen, wirst die anschauen, das ist jetzt schon eine Dimension echter, aber was fällt, ist das Feeling. Das ist das, was ich gerade versucht habe, mit dem Tichtergrammophon zu beschreiben. Stell dir jetzt mal vor, du gehst da rein, die Tür geht auf und die steht original da und dann sagst du, da ist jetzt nochmal was, wenn die nur still steht, optisch, dreidimensional, ist die Wachsfigur. Ich kann sagen, im ersten Moment ist es komplett 1:1 in der Subjektiv gleich, wenn du jetzt still sitzt. Ja. Aber das Feeling, aber das ist das, genau, das wo ich ja gesagt habe, diese Echtheit, wo meine Umbauanlagen, wo dann, wenn du das nicht kennst, was du kein Gefühl hast, dass einer sagt, ich höre keinen Unterschied, ich habe dann Anlagen, die echt waren, die dreidimensional waren, von Farbe, von Dreidimensionalität und dieses letzte Kichchen, was ich jetzt Feeling, das Gefühl, die Echtheit nenne, wo du die Gänsehaut kriegst. Wenn einer das hören kann, ist das überhaupt keine Diskussion, wenn ich jetzt dich hinsetze und ich stelle dir den nebenhin. Auch wenn du dich nicht bewegst, das hat nicht mit Bewegung zu tun. Das heißt, da ist nochmal eine Dimension drüber und ich sage, die Lebendigkeit, die Wahrheit, und die hat nichts mit Bewegung zu tun. Ja. Merkst du jetzt? Das ist, das merkst du, wie beim Trichtergrammophon, da ist nochmal ein Kick. Ja. Und wenn das einer kann, ist es genauso wie Cola, du merkst es sofort. Und das ist, was ich hinsetze, dann die Ebene, wenn ich vorgeführt habe, dass manche sagt, ich höre am besten mit keinen Unterschied, ich sehe keinen Unterschied. Und der Kinder sagt, ja, ist der denn blind? Das ist, das siehst du doch, dass das. Das ist immer, das erfordert die Fähigkeit, wenn ich zu meinen Kunden sage, die Fähigkeit, Echtes von Unechten zu unterscheiden und das Natürliche, egal von was am schönsten zu empfinden, hat nichts mit Geschmack zu tun, sondern ist eine Sache von Bewusstsein. Absolut. Dass die Natürlichkeit, dass dann irgendwann einmal, auch wenn man älter wird, wenn man reifer wird, das ist so, ich weiß hier, ganz am Anfang, in 2000, wo ich in Almenheim oben war, dann hat ja mal eine Freundin gesagt hier, Mensch, sind da nicht da tolle Männer, in Almenheim, immer wenn der Bruder einen Vortrag hält, sind da nicht da tolle Männer, dann fahre ich da mal mit hoch, und dann sagt meine Frau, ja, das sind schon tolle Männer, oder die pimmeln die Bruder ja nur mehr an wie die Weiber. Das Ja, was denn das für welcher? Das, was ich jetzt immer wieder sage, wenn ich sage, ich liebe dich, das ist auch eine Reise, wenn man jung ist, kann man sich schlechter vorstellen, dass ich wirklich keinen Unterschied mehr sehe, ob ich jetzt das zu dir oder zu dir oder zu dir, ist auch männlich und weiblich, hat sich die Art von Sexualität, hat sich bei mir komplett aufgelöst. Da ist ja, ich sehe die überhaupt nicht mehr. Ich kann immer noch als Mann, der ich ja lange Zeit war, eine Frau anschauen und sagen, die ist hübsch oder die ist nicht hübsch. Aber da muss ich sagen, bin ich vollkommen asexuell. Das ist für mich überhaupt kein Thema mehr. Das ist übrigens eine unendliche Freiheit. Ja. Aber einer, der drinsteckt, für den ist ja das Schlimmste. Kann man sich nicht vorstellen. Und es geht auch nicht, dass jetzt einer, wenn ich immer bei jüngeren Leuten sage, so, du bist immer alt, das ist vollkommen normal. Aber in der Pubertät, was ich dir gesagt habe, Helga, du erinnerst dich, ist immer noch das Verbindende, aber nicht mehr in Bezug auf ein einzelnes Objekt. Dann willst du Adam werden, ein Mann, der seine Frau liebt.
Und die Frau ist jetzt dein ganzes Weltbild und dazu brauchst du Holofeeling. Das ist das Gefühl, alles zu sein. Weil was du nicht liebst, ist ein Teil, wo du von dir nicht liebst. Aber jetzt hast du im Kleinen, wenn du unbewusst bist, wie viele Sachen liebst du an dir nicht? Wie willst du fremde Sachen lieben, wenn du nicht einmal mit dir einverstanden bist? Übrigens, zu dir gehören auch deine Marotten. Lern über deine Marotten zu lachen. Amüsier dich drüber. Das ist der Udo, der immer kokettiert mit Nessen oder sowas, mir total am Arsch vorbeigeht. Wo ich ja sage, jetzt dünn oder nicht dünn, das erfordert, das ist mir sowas, das ist wichtig, was ich, wie ich mich fühle, wie ich mich mache. Und zur Zeit genieße ich das. Und immer wieder im Ungleichgewicht, um eins hochzuheben, musst du eins in den Hintergrund reden lassen. Und das Ganze funktioniert immer noch in einer neuen Intellekt, in eurer Form. Und jetzt zerbrecht ihr nicht den Kopf. Was jetzt ein B-Zimmer mit dem Firma so, und jetzt kommt Gerichtsvollzieher und jetzt ist dieses nur Gejammere. Ich sage, pass auf, du hast kein Problem, du bist ich. Das Problem hat der BC, den wir uns jetzt ausdenken. Und das ist doch ein hochspannender, so eine Scheiße, weil ich immer die Arschlochkarre. Ich sage, pass auf, du sollst doch den BC, du sollst der werden, der beobachtet, wie er Angst hat, wie dieses oder jenes passiert. Und dann ist natürlich die Vor, du schüttest ja permanent mit Reaktion, wärst dir gleichgültig, wäre das Problem schon letzt vom Tisch. Ja, wie lange dauert es dann? Ich sage immer wieder dasselbe, es wird jetzt passieren, wenn es dir am Arsch vorbeigeht. Und solange, du kannst nur beobachten, dass dir noch nicht am Arsch vorbeigeht. Ich habe immer bei uns im Westen, auch bei mir im Laden, wo ich wusste, das ist ganz eigenartig, auch wenn du nichts gemacht hast. Das ist immer, im Westen war lange Zeit, muss ich ja, weil ja ein paar Ostler da sind, im Westen war halt so hier 70er, 80er Jahre, wenn du Briefe gekriegt hast, nochmal Briefkasten, waren es halt Briefe. Und was jetzt eigenartig war, jeder hat sofort, ohne aufzumachen, gewusst, was entweder Finanzamt oder Polizei ist, die hatten alle so grünlich-bläu. Kennst du das noch, Andreas, oder bist du Osten? Nee. Grünlich-blau. Mhm. Das ist entweder, wenn so ein grünliches oder grünlich-blaues Kuvert war, war das entweder Polizeidirektion oder es war das Finanzamt. Ja, aber Briefe gab es in der DDR. Ja. Nein, ich sag, die waren so grünlich, so gleich, das ist die typische, du kennst die Kuvert. Die sind so 90 eigentlich, die waren alle weiß, bis auf die vom Finanzamt oder irgendwie was Behördliches. Und das ist ganz eigenartig. Und wenn du rausgehst im Briefkasten im Laden, wenn du egal was, auch wenn du nichts gemacht hast, du machst den Briefkasten auf und sobald ein so ein Ding ist, du hast noch mal einen Brief. Hast du schon so läuft es. Dann hast du schon, das ist schon Bam. Selbst wenn es eine Rückzahlung ist. Also egal was, ich sage auch Kleinigkeiten, Bagatellmitteilungen, egal was es ist, weil da hast du schon ein schlechtes Gewissen. Das ist dieses Behördliche, was das ist. Wenn ich den Mechanismus erkenne, kann ich drüber lachen. Dann kannst du drüber lachen, aber es ist ja wichtig, du musst der Geist bei dir einfach schauen, wie funktioniert es denn, dass er zusammenbleibt. Dieser blaue Mensch ist nur ein Programm, darum sagt der blaue Mensch, das zurzeit, das Programm, das du durchlebst, das ist da, dass du das durchschaust. Ist ein reiner Werte- und Interpretationsmechanismus. Ich kriege das immer mehr mit. Da ist kein Geist. Darum kann auch der blaue Mensch, wenn er durchschaut ist, wird sich genauso auflösen, wie sich die Person, die von dem blauen Menschen erzeugt werden. Und jetzt kommst du schon, dass zu dem Menschen nicht nur die Hauptrolle, die Perspektive gehört, sondern alle hier, wir sind ein Mensch. Jetzt wird es komplexer. Ich mache das immer sehr einfacher, weil du kannst ja nicht nur dich beobachten, sondern auch in anderen reinschauen. Wieso ich kann in andere reinschauen? Das ist eine Frage. Wenn du kannst, kannst du, weil es ist so, in einem Traum gibt es nur einen einzigen Geist. Und dieser Geist ist der einzige Geist, der fehlt, wo ich sage, denk an die vier Stufen der Vergessenheit. Das erhöht, das ist die geistliche Welt. Ja, ja. Und jetzt ist es, dass ich zwar in meinem Traum eine Person, eine Hauptrolle, eine Perspektive einspiele. Jetzt könnte ich wieder sagen, ich bin du. Okay. Auch wenn du jetzt das Gefühl hast, bloß die Marion zu sein. Ist das eine Facette, denk wieder an die eine Facette, da ich das bin, nicht komplett weiß, alles was du noch, ist das eine. Und jetzt kannst du auch als Marion in dieser Perspektive, wenn du das Prinzip verstanden hast, dass du auch in der Helga drin bist und da drin bist, und um hinter diese Maske, was die projiziert und sieht, muss ich zuerst einmal wissen, was das Ganze ist. Ich könnte wieder sagen, Henkel rechts, Henkel links, was sieht jetzt der Andreas? Du siehst jetzt auch, was der Andreas ist. Du kannst das Ding in einem gewissen Maß, oder wenn man, du kannst es durch den Andreas, ich mache immer gerne eine Fernbedienung mit Tasten, ohne Tasten, und er behauptet, es sind Tasten, was du nicht sagen, der hat nicht recht, weil das siehst du doch irgendwie auch durch den Andreas seine Augen. Das ist das mehr Mitgefühl. Verstehst du? Das ist, und darum ist es wichtig, was ich dich hingucken nenne. Auch in deinem ganzen Umfeld. Jetzt mache ich den Sprung in das Videospiel, wo ich sage, zuerst einmal, geh davon aus, das sind alles Kollis. Das ist, ob ich jetzt was spüre.
ich jetzt was, schreibe ich auch jetzt auf, du bist. Ja, ehrlich. Das spürst du. Und pass auf, wer kennt das nicht, du schaust den Fernseher. Bist du überzeugt, dass ich was spüre? Also pass auf, ich werde dich jetzt nicht, ich war in der Sauna mal mit jemandem. Und dann hat er auch hier rumgejammert. Und dann rief ich mit meiner Maus, also meine Marion, und ich war mit ihm in der Sauna. Und dann haben wir mal gemeint, machen wir einen Bieraufguss, das war schrecklich hässlich. Und dann war irgendwie, ich kannte, das ist schon länger her, und dann habe ich Folgendes gemacht, dass ich meine Hand auf die Saunasteine gelegt habe. Und dann habe ich es richtig, dann kommt der Kleine von ihm rein und sagt, es stinkt nach Fleisch. Und dann habe ich gesagt, und der, oh, bist du wahnsinnig? Hast du gesagt, du, was soll ich sehen, du spürst es. Weil der Udo, den du dir ausdenkst, der spürt es nicht. Das war nicht. Das Problem war nicht meine Hand, sondern das Problem war meine Marion, weil die mir 3 Wochen sagte, ich soll das einbinden, weil das unendlich ewig war. Ich habe gesagt, für dich sieht das ewig aus. Pass auf, Folgendes, du sitzt am Fernsehen, das ist übrigens alles wahre Geschichten, kannst du meine Frau fragen. Du sitzt am Fernsehen, ich sage jetzt in der Vergangenheit, aber sie hat, du sitzt am Fernsehen und ich sage da ja nichts verkaufen will, es geht immer ums Prinzip. Du sitzt am Fernsehen und du zappst und dann kommt irgendwo, ups, die Bannenshow. Ja. Kennt doch jeder. Ja, die Home-Videos, ja. Ich sage, manchmal, man kann das immer mal, manchmal zappt man gern rein, weil es oft nur interessant ist wie die ganze andere Scheiße, weil es einfach aus dem Leben gegriffen ist und dann sind halt die ganzen Bannen von Heimvideos und jetzt kann ich ganz ehrlich, wer kennt das nicht, dann sehe ich einen Mountainbiker, der hier über zweimal sich und genau wie genau, als Mann, ja, genau, ja. Ich sag, dich zieht's zusammen, ich kann ihn dir wieder nur der Zuschauer. Und wenn du jetzt dir wieder eine Vergangenheit irgendwelche erschaffst, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Fakt ist, hier und jetzt überprüfen wir, nur der Geist, der sich ausdenkt, ist der Geist, der bist. Wird immer klarer, oder? Ja, ist so. Und es wird immer offensichtlicher. Und dann ist eine Vergangenheit, und jetzt unendlich viele, nämlich für dich ist die Vergangenheit die, die du dir ausdenkst. Und wenn einer von einer anderen Vergangenheit spricht, wieder waren die auf dem Mond, waren die nicht auf dem Mond, die Fragen, unendlich viele Sachen, wo man sich den Kopf zerbricht, die ganzen Welt verbessert, die Verschwörungstheorien. Wenn du auf Resonanz gehst, hast du die Probleme. Wenn du es durchschaut hast, dass du feststellst, so wie ich erkannt habe, dass ich nicht auf eine Herdplatte langen darf, muss ich nicht mehr aufpassen, es wird einfach nicht mehr passieren. Ich sage mal, Spritze oder was, aber es ist wirklich ausgeschlossen, dass du auf der Herdplatte drauf langst, wenn du das einmal erkannt hast, dass das keinen Sinn macht. Jetzt. Ja. Du hast jetzt das Beispiel mit deiner Hand gezeigt, erzählt. Und aber auf der anderen Seite kümmerst du dich trotzdem irgendwie um deinen Körper? Ich? Nee. Das ist ganz normal, das Körper ist was Geliehenes, das ist, wenn ich sage, ich habe jetzt ein Leasing. Nein, das ist eben das Problem, wo du wieder nicht zugehörst. Ich wandle nicht das, was du machst, weil ich schön sein will oder weil ich gesund sein will. Das geht mir so am Arsch vorbei. Es macht eine unendliche Freude, einfach Bilder in sich auszutauschen, die Ruhe zu genießen. Frage mal ihn, wenn er mit mir Ritter auf, wo ich sage, ist das nicht schön? Was ich mir als Junge, wie ich Geschäftsmann war, nie vorstellen kann. Ja. So wie der Toni, der sagt, als absoluter Bergmensch, ich mache rein, warum? Ich mache das keine Sekunde, weil ich schlank sein will, weil es gesund ist. Das ist alles Blödsinn. Es ist rein diese Sache, dass ich laufe gerne, wobei es laufen heißt, ich tausche Bilder aus. Ich habe dir das erklärt. Und ich habe eine unendliche Ruhe um mich herum. Ich muss auch nicht unbedingt in die Natur gehen. Ich gehe gerne, wie gesagt, durch Wohngebiete, durch Siedlungen, wo ich dann hier mal gläschen will, nenne ich das immer, die kleinen Häuschen. Was man natürlich auch wieder sagen kann, dass hier immer wieder, wenn du zum Beispiel hier Eismann oder Bofors fahrst, könnt ihr von machen, die wenn Profis sind, die sagen, wenn so ein Gebiet dann hat, das ist eine total arme Sau, weil da verdienst du keine Marke, weil die kein Geld haben. Dieser Wahn, ein Haus haben zu wollen, ist so hoch, auch da geht die Beratung wieder los. Es ist ein riesen, das ganze Kreditwesen, bis zum heutigen Tag, wo du hingehst. Ich könnte jetzt wieder Zahlen machen, ich dir Beispiele machen, wo jeder sagt, die Miete ist ja verlorenes Geld. Ja. Und es ist definitiv so, ich klammer mal wirklich jetzt absolut Besitz, das du hast und kaufst weg. Es ist ja alles auf Finanzierung. Und jetzt mache ich ein kleines Zahlenbeispiel für euch. Ich muss jetzt zurückgreifen wieder in die 90er Jahre, nicht, weil dort die Zahlen, weil dort ist auch, das habe ich Leuten erklärt, ich habe niemals als Udo das bestreben gehabt, irgendein Haus zu kaufen oder sonst was, weil ich einfach rechnen konnte. Ich habe auch gesagt, ich war ein Geschäftsmann und auch genauso pragmatisch, nicht
Geldgeil, sondern rein auf geistreich logisch. Und auch hier wieder die Beratung. Egal, wo du hingehst, wenn man erbaut wird. Jeder Fachmann wird dir erklären, Blödsinn, hier die Miete ist doch verlorenes Geld und wir können damit die Zinsen und dieses und jenes. Und ich sage, all die wollen alle nur euer Bestes. Es gibt ein Grundgesetz in der Finanzwirtschaft, dass Sollzinsen immer höher sind wie Habenzinsen. Dieses Grundgesetz wurde jetzt übrigens ausgehebelt, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Jetzt ist erstmalig in der ganzen Weltgeschichte, kannst du Bundesschatz online kaufen, die haben zurzeit einen Negativzins. Das heißt, wenn ich Bundesschatzbriefe gekauft habe, haben die sich in 5 Jahren 4%, 5% verzinst. Wenn du jetzt Bundesschatzbriefe kaufst, dann kriegst du Negativzins. Das heißt, wenn ich jetzt hier Bundesschatzbriefe kaufe, 100.000, ich muss dafür bezahlen, kaufen heißt ja, ich gebe das Geld und kriege den Schatzbrief dafür. Mhm. Und wenn ich dann das Geld wieder zurückkriege, kriege ich mehr Geld. Ich habe eine Verzinsung. Ich gebe dir 100.000 Euro, ich kaufe 100.000 Euro für 3 Jahre und wenn ich die dann wieder zurückkriege in 3 Jahren, kriege ich 110.000 Euro. Das ist Zinsen. Ich habe Zinsen gekriegt. Und jetzt, wenn du Bundesschatzbriefe kaufst, hast du Negativzins. Das heißt von vornherein schon, dass die sagen, wenn du jetzt 100.000 Mark mir gibst, das heißt, dass ich dir den Schatzbrief gebe, dann kriegst du 95.000 Mark zurück. Nicht, dass du einen Verlust gemacht hast, sondern es ist ja von vornherein, dass du Negativzins hast, wenn du diese Anleihe kaufst. Und die sind ja totale Renner. Die Leute reißen sich zurzeit rum, Bundesschatzbriefe zu geben. Das ist jetzt kein Witz. Das ist zurzeit ein Renner auf dem Aktienmarkt. Bundesschatzbriefe sind absolut mit Negativzins belastet und die Leute reißen sich rum. Doch, selbstverständlich. Das ist, ich werde dir erklären, wieso das so ist. Weil wenn du zurzeit Gold kaufst, weil alles absolut auf einem heißen Boden sitzt und die Gewährleistung. Du musst wissen, Gold hat eine Schwankung gehabt innerhalb von 10 Jahren, immer wieder rauf und runter. Ich mache mal, in meiner Asienzeit, in die 90er Jahre, war Gold einmal im Schnitt, das Kilo Gold hat 24.000 Mark gekostet. Das wären jetzt 12.000 Euro. Ich kann 3 Jahre später, ist das Kilo Gold runtergegangen, auf 5.000. Aber jetzt ist doch wieder. Zurzeit glaube ich es auf 43.000. Ja. Das heißt, es ist so unberechenbar mit Kaufen und Nicht-Kaufen. Jetzt sagt man natürlich, Gold ist eine sichere Anlage. Angenommen, pass auf, du kaufst jetzt Gold für 40.000 Euro. Das kaufst du einfach. Hängt es vollkommen in der Luft. Das kann sein, dass du in 3 Jahren bloß 20.000 Mark für das Gold kriegst. Wenn du für 40.000 Mark Bundesschatzbriefe kaufst, da weißt du hundertprozentig wieder, dass du in 3 Jahren immer noch 38.000 Euro in der Hand hast. Weil Deutschland noch eine gewisse Sicherheit bietet und die Sicherheit sind Leute zurzeit bereit zu zahlen, dass sie ihr Geld parken können und relativ sicher wissen, dass sich das nicht verändert und das wird jetzt bezahlt. Hast du jetzt verstanden? Wieso? Egal was du machst, du hast Geld. Du hast Geld und du bist in einer Zeit, die total unberechenbar ist und Deutschland hat immer noch den Ruf, das Stabilste zu sein und das lassen die sich jetzt bezahlen. Ich sage, wenn wir dein Geld nehmen, wie viel zahlst du, dass ich dein Geld nehme? Weil egal wo du sonst das Geld parkst, ist nur Angst. Ist nur Angst. Und die sagen, wenn ich auf Deutschland setze, ist noch die größte Sicherheit, aber das lassen die sich mittlerweile zahlen. Du machst unser Bundesschatzminister, bietet Negativzinsbriefe an, die da total erinnert sind an der Börse bei Reichen. Weißt du, das war noch nie eine Menschheitsgeschichte, aber wir kommen zum Hauskauf zurück. Wenn du das kannst. Wir kommen zum Hauskauf zurück. In einfachen, dass also hier, und ich mache jetzt grobe Zahlen, ist ja immer wieder das erste Mal, wenn du hier, und das habe ich gesehen, dass einer sagt, deine Miete ist ja verloren, und ich kann jetzt nur Region Weißenburg machen. Das Prinzip bleibt übrigens überall gleich, egal wie der Mietspiegel ist. Also, Mai-Erich hat erbaut, wobei der sehr, sehr viel verdient hat, was dann auch in der Zeit, wo er bei mir war, komplett abbezahlt war. Dass ich immer wieder sage, wenn dir jetzt einer vorrechnet, und da habe ich einige Kunden gehabt, wenn du jetzt dein Häuschen kaufst und du hast kein Geld und das ist ja mit wie viel Eigenkapital arbeitest und es sagt ja schon jeder von vornherein, es sollte mindestens 25% Eigenkapital sein und dieses und jenes. Selbst wenn du das hast, du hast deine 20% Eigenkapital angespart und es sieht jetzt so aus, wenn du ein Häuschen baust, ein kleines Häuschen und dann hast du, wir sagen mal, finanziert auf 20 Jahre, hast du eine monatliche Belastung von 1.048 Euro. Okay, unabhängig von der Größe, das war ein konkretes Beispiel beim Durchrechnen, hast du eine Belastung von 1.048 Euro auf 20 oder 25 Jahre finanziert. Und jetzt sagt immer wieder, wenn der das verkauft, sagt der, deine Miete ist ja verlorenes Geld und so weiter und so fort. Pass auf, genau in Weißenburg, in unserem Großraum, exakt so ein Haus, exakt dieses Haus
wo du hinbaust, dasselbe große Haus, konntest du zu dem Zeitpunkt im Mietspiegel in Weißenburg ungefähr für 700 Mark im Monat mieten. Das Häuschen. Mhm. Das ist natürlich verlorenes Geld. Wenn du das baust, ist natürlich verlorenes Geld. Wenn ich Eigen baue, dann zahle ich 1050 und dann ist ja die Miete nicht verloren. Was du aber dann siehst, wenn du deine ersten Mietabrechnungen liest, so wie hier 90% finanzieren, dass du im ersten Monat, du überbuchst diese 1048 Euro und da wirst du ganz klar sehen, mein Erich hat mir das übrigens ganz zeigt, wo wir das ausgerechnet haben, dann wirst du feststellen, dass du für das Haus, für deine, du hast 48% getilgt. Und der Rest über 1000 Euro sind Zinsen. Die sind genauso verloren. Ja. Das heißt, die sind genauso weg. Die sind absolut weg. Also wenn die einer irgendwie erklären, jetzt ist es einfach so, dass Soll- und Haubenzinsen ein gewisses Verhältnis haben. Bei einer 100% Finanzierung, wenn du ein Haus mit 100% finanzierst und du würdest dasselbe Objekt praktisch jetzt als Kapital vermieden, dass die Mieteinnahmen immer wesentlich weniger ausmachen, wie dasselbe ob die Zinsen kosten würde, wenn du das kaufst. Das ist ein elementares Gesetz. Das heißt, die Zinsen sind zwar verloren, aber was dir keiner dazu sagt, dass, Entschuldigung, die Mieten sind verloren, aber dass wenn du jetzt, das kann dir, das ist eine Illusion, du hast dir die Grundschuld, das Haus kann der Bank, du hast jetzt für 1000 Euro gemietet, das Bank, und zahlst 48 Euro von dem Haus ab, was natürlich dann irgendwann nochmal regressiv wird, dass dann die Dirkung steigt und die Zinsen sinken, wobei du die ersten 10 Jahre, wo du das laufen hast, in einem Zinswerk bist ohne Ende. Okay, das heißt also, dass das, was du magst, du bist nach wie vor mit dem Lust, die Illusion ist deins. Mhm. Jetzt haben wir ein Haus, solange der Brief auf der Bank liegt, ist das genauso ein Objekt, das einem anderen gehört. Bloß, dass du jetzt dasselbe Haus kriegst, Miete rein und Miete das Haus, dann 750 oder 700 Euro Miete, für das du 1000 Euro Zinsen zahlst. Ja. Was nichts anderes ist wie Miete. Und nebenbei zahlst du 48 ab. Ja. Und dann habe ich hier vorgerechnet, dass wir jetzt Folgendes machen. Wir machen einen, der macht das 25 Jahre, finanziert er sich das Häuschen mit einem hier festgelegten Zinssatz, sagen wir 1100 Mark, und ein anderer mietet ein gleichwertiges Haus, 25 Jahre, aber ist so diszipliniert, dass er jedes Monat genauso viel für das Haus abbringt, bloß dass er diese Differenz von seiner Miete zu diesen 1100 Mark gut anlegt und anspart. Ja. Und da schauen wir mal, was nach 25 Jahren über ist. Pass auf, wie sieht es erst einmal so aus, dass dein Haus, das du kaufst, spätestens nach 10 Jahren die Reparatur noch gehen und in einem Vertrag bumperst, neben deiner Zinsbelastung, deiner Mietbelastung, was der das Haus mietet, der ruft bei seinem Vermieter an und sagt, der Wasserhahn ist kaputt, das muss gemacht werden. Das ist Kosten, die anlaufen bis zum, es geht nicht mehr, die alle unterdrücken. Und nach 25 Jahren ist der das Haus gekauft hat, ist in 25 Jahren ein Haus drin. Ja. Und dann schaust du mal, ich habe genauso 25 Jahre in einem Haus gewohnt. Ich weiß natürlich, das ist nicht mein Haus gewesen, ich habe es ja nur gemietet. Plus, was der Hausbesitzer nicht weiß, dass die 25 Jahre das auch nicht sein Haus ist, weil der den Grundbucheinbruch erst dann überschimmlich, wenn es bezahlt ist, und du hast ein 25 Jahre altes Haus und du wirst feststellen, wenn du diese Differenzbetrag gut anlegst, kannst du dir nach 25 Jahren ein neues Haus kaufen, nach dem neuesten Stand der Technik. Ich habe 25 Jahre genauso wie der den Wahn hat, Eigentum zu besitzen. Genauso in ein Haus gewohnt, muss nichts reparieren, muss nur einen Anruf machen, was mich nichts kostet, und habe nach 25 Jahren, wo der eine Depp ein 25 Jahre altes Haus hat, kann ich dann machen, wenn ich das wieder mache, neues hinstelle und dazu. Wer ist cleverer? Ja. Jetzt so viel zum Thema, wenn man dich wirklich berät, dann erzählt er dir das. Es gibt Rat, einen selbstlosen Rat geben. Du musst, wenn du, wie heißt das in meiner High-Five-Warnbarung? Merkst du, dass du schon so weißt, dass auch wo irgendwie trotzdem da wo die draufsteht, das ist drin? Dass wenn dir einen selbstlosen Rat gibt, einen Rat gibt, dann muss er zuerst einmal eine wirkliche Ahnung haben von dem, wo er dich berät. Das heißt, er muss eine Ausbildung genossen haben, wie auch immer. Wenn die, er muss sehr viel Energie investieren. Und wenn er Energie investiert, dann soll er auch dafür bezahlt bekommen. Nochmal, unsere Cola-Dose für 1,80. Ich bemängel nicht den, der hier 1,40 Euro oder was verlangt, der in den Supermarkt geht, sich hinstellt, es kalt hält und dass du bloß einen Arsch ein paar Meter bewegen musst. Alles, was unsinnig ist, wo du dich selber verarschst, das prangere ich auch. Mhm. Jeder, der wo was arbeitet und leistet, soll Geld haben. Genau. Für seine Leistung. Und das muss man irgendwie unterbringen. Aber da ist es natürlich in der heutigen Zeit, Beratung ist Verkaufen. Und wenn einer sagt, ich berate dich neutral, aber ich muss ja auch von was leben, ich kann nicht von Professionen leben, die ja du mitbezahlen musst, ich sage gleich, ich berate dich und du musst 500 Euro zahlen, kriegst dann super Rat. Und alle anderen gieren und sagen, wenn du bei mir unterschreibst, kriegst du 2000 Euro.
Kein Überlebensschuss. Ja. Wie war das nochmal? Du bist mittlerweile in einem System, wo wirklich du nur überleben kannst, wenn du nach Anblick in der Kunst die anderen bescheißt. Das ist Werbung. Und da nimmst du keine seriöse Firma mehr aus, keine Bank, egal wer es ist. Es ist der Nächste. Und ihr merkt ja immer mehr durchsichern, dass das größte Verbrechen die Banken sind. Das Abgreifen, das ist der Steuerzahler, was dann viele natürlich wieder aufschreien. Aber das ist die erste, das scheiß Zinssystem als Ding an sich. Und was mir jetzt wichtig ist, es läuft nichts verkehrt. Ich habe so einen Satz, die den Udo kennen, die hören dann immer wieder. Wie viel Scheiße muss ich dir Geist eigentlich noch einspielen, träumen lassen, dass du erkennst, dass es eine riesengroße Scheiße ist, die du selber verwirklichst, weil du nicht loslassen kannst. Ja. 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 Prost. Ja. Nee, das ist mir schon... Das ist mir schon lang klar. Du Geist hast das zu erkennen und um Himmel zu empfangen, nicht an zu diskutieren. Ja. Es ist vollkommen sinnlos. Mit der heiligen Geometrie ist es genau das Gleiche. Alles, pass auf, was Geometrie, alles, was anbelangt, es ist immer, du wirst die Triebfeder finden, es ist Kaufmannsding. Und wenn du eine Passion, man sagt ja, der hat eine Leidenschaft oder eine Passion, die Passion ist ja auch eine Leidensgeschichte, wirf was anderes hinaus. Ich muss jetzt das anders ausdrücken, wenn du ein Hobby hast, jeder Mensch, der ein Hobby hat, der etwas unheimlich gern tut, wir machen jetzt das, wir denken uns normale Menschen aus, du hast deinen Job, du arbeitest, vielleicht liebst du auch deinen Beruf, aber viele haben ja so, zum Beispiel, ich mache Modellflieger, ich bastel gern. Wieso? Roland, weil wir Bekannten haben. Ja, ich bin. Ich mache Modellflieger, die gibt damit Düsen an. Das ist ja ein ganz faszinierendes Hobby, muss ich sagen. Ist, wenn du dich für alles interessierst, die Modellflieger mit 2, 3 Meter Spannweite, die ja in kleinen Düsenantriebe nachgehen, das ist irre, wenn du ein bisschen technikbegeistert bist. Oder ich spiele gern Golf. Oder egal was es ist. Jeder, der sich engagiert, richtig engagiert in sein Hobby, das kostet aber Geld, das muss man sich leisten können. Das heißt, wenn mir was wirklich Spaß macht, lieber mein Beruf, der ja sowieso Spaß machen sollte, wenn man glücklich ist, nicht bloß das macht, weil man Geld will, der ist bereit für das, was seine wirkliche Berufung ist, Geld zu zahlen. Ja. Leuchtet jedem an. Ja, das ist so. Ist natürlich schon, wenn du hast, jeder zahlt für gerne für seine Leidenschaften, der merkst du jetzt schon, der steckt das Leiden, Passion, hast der Leidensgeschichte, aber du nimmst als dein Hobby. Wenn er aus richtig in seiner Freizeit was gern macht, das lässt er sich was kosten, weil er es wirklich gern macht. Damit halte ich einmal fest, dass einer, wenn einer was wirklich gern macht, ist er bereit dafür zu bezahlen. Weil es ihn gern macht. So, und jetzt machen wir mal die guten Menschen, wir nehmen mal die ganze Szene an Esoterik, an Lebensberatern, Astrologen, bis hin zur schulmedizinischen Ärzten, die vorgeben, dass ihr Beruf ihre Berufung ist. Dann müssten die ja sogar, wenn ihnen das wirklich so wichtig ist, dann müssen die ja sogar bereit sein, dazu zu bezahlen, dass sie es tun dürfen. Wie jeder Hobbymensch, genau so ist es. Wenn wir jetzt einmal wirklich analysieren, dass ich sage, das kostet nicht so und so viel, dass du an die Kappen legen darfst. Wenn es wirklich sein, jemandem zu helfen, du weißt feststellen, was meinst du, wie viel Heilkräfte, Heilpraktiker, wie viel wird es noch geben? Wie viel wird es noch geben? Und da merkst du jetzt dich selbst, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, du kannst die anderen belügen, dass du ja eigentlich das nur machst, weil du kannst dich selbst belügen. Und die Selbstlüge ist noch eine viel größere Lüge wie die anderen, weil das ist ihnen nicht bewusst. Ja. Es ist, du steigerst dich rein und immer wieder auch Migrantenwasser, wenn das losgeht, es bezichtigt dich einer der Lüge und der normale menschliche Automatismus ist aber, er sagt, du bist ein Lügner, wirst du notfalls Lügen nachschieben ohne Ende, um deine Lüge aufrechtzuerhalten. Ja, klar. Weil man nicht loslassen kann. Und das sind natürlich so, diese Grandawasser-Beispiele sind natürlich dann überbrutal. Und da es jetzt nicht nur eine Vergangenheit gibt, darum habe ich jetzt gezielt gesagt, geh ins Internet, der Grande ist in Österreich, will ich jetzt nicht beschwören, ist man auch vorgeschlagen zum österreichischen Verdienstkreuz. Es ist, ob das jetzt durch ist, war ganz groß im Internet, kann man jederzeit noch mal googeln. Ganz groß, also hier, dass es wieder aberkannt wird, weil es sich immer mehr herausgestellt hat. Und was Fakt ist, in Australien oder in Neuseeland ist es sogar verboten als Betrug. Weil die in ganz klaren wissenschaftlichen Tests nachgewiesen haben, dass es schlichtweg Betrug ist und Übervorteilung. Ja, aber die haben doch hier sogar in chemischen Firmen, man kennt die Filme, die Kühlanlagen, Randwasser drin, dass die nicht verkeimen. Und da muss ich immer wieder schon so, sagst du mal, du kannst alles. Es gibt keinen Film, kein Buch, das du mir gibst, wo was drinsteht, wo ich dir wieder ein Buch zeige, wo das Gegenteil drinsteht. Und die Frage stellt sich mit Hodophilien nicht, wer recht hat, jeder hat recht. Der das glaubt,
Ja, die Richtung, in der das glaubt hat, die Richtung. Was ist das Ganze? Das diese unendlich vielen Perspektiven ermöglicht. Und ich sage nochmal, das Einzige, was ich erschaffen habe, ist jetzt unsere symbolische Gnade, das bist du, Geist, der Geist, der mir jetzt zuhört. Den habe ich erschaffen. Was du jetzt an deiner Oberfläche erschaffst, das hängt von deinem Glauben ab. Und das ist immer nur, wenn du dir es denkst. Und solange du noch meinst, dass du in der Vergangenheit irgendwas, dass die Sachen waren oder jetzt da außen sind, wenn du nicht dran denkst, hast du überhaupt noch nicht verstanden, wer du bist.